Das ist Schreiner Peter. Gerade hat er seinem Freund Gerd bei einem Auftrag mit Fantastic Color geholfen. Besonders wichtig sind dabei die Tipps und Tricks, die Peter Gerd hinsichtlich der Anwendung und Verarbeitung verrät. Fantastic Color ist genauso eingestellt, dass hohe Auftragsmengen auch an stehenden Flächen ohne Läuferbildung möglich sind. Für das beste Ergebnis sind deshalb die Gewohnheiten etwas zu ändern. Die beiden spritzen eine neue Fläche. Gerd fällt auf, dass die frische Fläche viel unruhiger aussieht als gewohnt. Hat er etwas falsch gemacht? Nein, beruhigt ihn Peter. Das ist ganz normal und hängt mit den speziellen Eigenschaften von Fantastic Color zusammen. Die beiden warten die Trockenzeit ab und schauen dann erneut. Tatsächlich, die Fläche ist super glatt verspannt. Gerd ist aufgefallen, dass Peter mehr Verdünnung genommen hat, als er es sonst gewohnt ist, und spricht ihn darauf an. Richtig, die besten Resultate werden erreicht, wenn er ein paar einfache Regeln befolgt. Nachdem er Lack und Härte im Verhältnis 10:1 gemischt hat, müssen mindestens 20% Verdünnung auf die fertige Lack-Härte-Mischung gegeben werden. Es kann auch bis zu 40% verdünnt werden. Außerdem kann Gerd mit zwei verschiedenen Verdünnern arbeiten. Hat er kleinere Teile, zum Beispiel kleiner als eine Zimmertür, arbeitet er mit DV490. Muss er größere Teile lackieren, nimmt er eine längere Verdünnung, wie DV4935. Das gleiche gilt für Temperaturen. Bei normalen Temperaturen bis 25 Grad geht die Standardverdünnung DV490. Wird es sommerlich warm, sollte Gerd besser zur DV4935 greifen. Wenn ein Kompromiss gefunden werden muss, weil die Teile sowohl liegende als auch stehende Flächen haben, also zum Beispiel hohe Kanten, kann Gerd auch beide Verdünnungen 1:1 mischen und davon 30% auf die Lack-Härter-Mischung geben. Die Lackierung kann Gerd problemlos mit seinen gewohnten Pistoleneinstellungen machen. Zur Sicherheit kann er da auch nochmal in der technischen Information nachsehen. Die findet sich ganz einfach im Internet. Gerd versteht, dass er sich so Fantastic Color genau nach seinen Anforderungen ohne großen Aufwand anpassen kann. Eine Frage interessiert Gerd noch. Bei vielen Hesse-Lignal-Produkten arbeitet Gerd mit einem anderen Härter als dem von Fantastic Color. Kann ich auch DR470 statt DR471 einsetzen? Peter bestätigt, dass dies mit Einschränkungen möglich ist. Es wird nicht die Top-Qualität bei den mechanischen und chemischen Beständigkeiten erreicht und eine Direktbeschichtung von roher MDF ist nicht möglich. Für untergeordnete Teile kann das aber eine Lösung sein. Gerd fühlt sich jetzt bestens informiert und ist mit diesen Tipps allen Herausforderungen bei den nächsten Arbeiten mit Fantastic Color gewachsen.